ist der Wind, das himmlische Kind. Die dumm, die dumm, die da, die dumm. Hallo und herzlich willkommen in unserem kleinen, wunderschönen Paradies. Heute ist ein sehr schöner Tag. Es wird warm, richtig warm, voraussichtlich der letzte warme, heiße Tag in dem Sinne in diesem Jahr. Von daher nutze ich die Zeit und wir werden heute mal einen Allround-Garten-Update in dem Sinne machen. Also ich werde so ziemlich vieles, nicht alles, vieles zeigen. Also nicht nur Garten in dem Sinne, sondern Bonsai und einige andere Sachen dementsprechend auch. Alles mal so ein bisschen im Update, denn es wird heute, wie gesagt, heiß. Es ist jetzt schon heiß, wir haben Mittag und von daher werde ich nicht arbeiten, sondern tatsächlich euch einige Sachen hier zeigen. Denn ja, es ist so schön in diesem Jahr, seitdem wir diese effektiven Mikroorganismen verwenden, benutzen. Das ist so schön, wie die Sachen hier tatsächlich so wunderschön wachsen. Es ist einfach nur genial anzusehen. Okay, ich würde sagen, beginnen wir jetzt und schauen uns mal so einige Sachen hier im Garten an. Hier bin ich noch nicht weitergekommen. Mir fehlt im Moment einfach die Kraft dazu. Aber was wir hier sehen, eine Tomate, das ist die wilde Tomate. Vor kurzem war sie noch gar nicht da, als wir hier anfingen mit der Baumaßnahme. Und jetzt, ja, komplett zugewachsen, die wilde Tomate. Das ist also echt der Wahnsinn. Ein bisschen spät dieses Jahr dran, aber nun ja, sie ist von ganz alleine gewachsen in dem Sinne. Hier stand ja letztes Jahr welche und davor das Jahr und die sehen sich also immer selber aus. Und von daher ist das ganz schön mitzunehmen. Die Duftrosen, ach, die sind auch so herrlich. Ja, Gurken, Anfang des Jahres wurde das ja nicht so wirklich, aber wir haben schon ein paar geerntet. Und man kann auch hier tatsächlich sehen, dass jetzt nochmal, bedingt durch das Wetter, richtig welche nachschießen. Das geht also ratzfatz, auch die Cocktailtomaten. Kann man so mal im ganzen Bild sehen. Das geht richtig schön ab. So, die Erotika, die nehmen wir noch mal mit, weil sie so wunderschön ist, wunderschön blüht. Das ist also einfach nur genial. Die weiße Rose, auch die fängt jetzt wieder an. Die hat noch jede Menge Knospen ausgebildet. Das kann man hier sehen und hier. Die fängt also jetzt tatsächlich noch mal richtig kräftig an zu blühen. Die braucht man nicht ausputzen. Die blühen von ganz alleine wieder. Die alten Blüten fallen einfach ab und da blüht sie wieder. Die Himbeere blüht noch einmal. Und hier haben wir jetzt dann die reifen Früchte. Oh, das ist so schön. Und die sind also richtig reif. Die sind richtig reif und lecker. Also sollten wirklich dunkelrot sein. Dann schmecken sie am besten. Ja, da kannst du also auch im Topf halten. Die haben wir als Ableger im Frühjahr eingepflanzt und tragen schon in diesem Jahr. Oh, das ist so schön. Das ist so schön. Die wilde Karde. Die ist nicht verblüht, die Samen fallen alle raus. Lass uns mal überraschen, wo die nächstes Jahr überall wachsen. Ne? Ja, bin ich echt mal gespannt drauf. Denn meist ist es ja so, wenn du etwas einmal hast, dann hast du es plötzlich ganz viel. Von daher, so, und dann schauen wir gleich mal, was wir uns noch so ansehen hier. Im Himmel nicht. Die Physalis, oh, die setzt so viele Früchte an. Das ist so schön anzusehen. Allerdings im Moment noch nicht reif. Dauert wohl noch ein paar Tage. Ich hoffe mal, dass es noch einigermaßen warm bleibt. Hier die Hydrangea Makrophylla. Die Bauernhortensien, die wir letztes Jahr durch den Steckling vermehrt haben. Aber die sind recht groß geworden. Ne? Mächtig heftig gewachsen. Na gut, allerdings auch gut versorgt, nicht wahr? Ja, dann haben wir hier den Granatapfel. Also der wächst auch wunderbar in diesem Jahr. Draußen. Das ist so schön. Ich dachte, er würde höher wachsen, aber nur er wächst kompakt und dicht, das ist ja auch ganz schön. Ja, was wir noch machen müssten, ist das Gras hier umpflanzen, das Pampasgras. Aber nicht heute. Wie gesagt, heute machen wir nichts Praktisches und schauen uns einfach mal das eine oder andere an. So wie das Möhrchenbeet hier. Und dann schauen wir uns jetzt, ja, kommen wir kurz zu dem Bonsai. Den müsste ich unbedingt schneiden. Hier hinten steht was drin und das holen wir uns jetzt mal etwas näher ran. 1, 2, 3 gelbe Bonsai-Tomaten und eine rote Bonsai-Tomate. Die rote ist so lecker. Also die müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall weiter vermehren. So, jetzt gucken wir uns doch was anderes an. Und zwar das hier. Hier haben wir vor kurzem etwas ausgesät. Und tiri, tiri, tiralala, es keimt schon. Ich gucke mal nachher in meinen Videos, wann wir die Aussaat gemacht haben. Ich habe es nämlich nicht draufgeschrieben, damit wir mal mitbekommen, wie lange es dauert, bis sie keimen. Unser Romberg-Gewächshaus, der Allrounder. So, viel kann man jetzt noch nicht sehen, aber wir sehen hier, da tut sich etwas. Und das hole ich uns jetzt mal etwas näher ran. Hier sehen wir einen Samen, der keimt. Das sind die Lavendelsamen, die vor kurzem hier auf das Fivotherm-Substrat gesät haben.
einfach oben drauf gestreut. Das ist etwas anderes hier. Irgendwo war noch einer da. Da ist noch einer. Und da ist, ach guck mal, daneben ist noch einer. Den habe ich so gar nicht gesehen. Also geht es los. Die ersten Samen sind tatsächlich schon am Keimen vom Lavendel. Okay, dann stellen wir das Ganze mal schnell wieder absonnig erstmal. Ne? Da sollen erstmal ein paar mehr keimen, bevor sie dann in die Sonne kommen. Oh, das ist so genial, wenn man etwas macht und dann auch zeigen kann, dass es geht. Wir sehen hier die Kastanie, die wir vor kurzem gemeinsam hier ja, aus der Erde geholt haben, aus dem Hochbeet. Ne? Wurzelschnitt gemacht, zurückgeschnitten. Das Ganze auch hier in Fiboterm gemischt mit etwas Kokoserde. Das Ganze ein bisschen nur mit drin, wie allgemein bei der Bonsai-Erde, die wir ansetzen. Im Wasser stehend das Ganze, im Netztopf. Ne? Funktioniert wunderbar. Wurzelwachstum kann ich jetzt so, ich gucke gerade mal selber noch nicht erkennen. Aber wir sehen, die Pflanze ist also wunderschön am Austreiben. Das ging dann doch jetzt richtig schnell. Und dann schauen wir uns auch nochmal den anderen Kandidaten an, den wir genauso vorbereitet haben oder ähnlich. Oh, man kann ihn da gar nicht sehen. Pass mal auf, vielleicht mal ein bisschen höher. Müsste so schon ausreichend sein. Auch der Kandidat steht hier im Wasser drin, ne? Damit das halt immer schön nass ist. Aber das ist jetzt nur zur Anwachsphase. Anschließend handhaben wir das natürlich anders. Ich muss mal gerade gucken, im Display konnte ich das nicht sehen, ob wir das jetzt ganz doof haben hier oder nicht. Ja doch, guck mal. Siehst du wohl. Auch die Kastanie ist tatsächlich schon am Austreiben. Also raus aus der Erde, Wurzelschnitt, Rückschnitt der Pflanze und dann das Ganze wieder einpflanzen. Wobei die haben wir nicht zurückgeschnitten, sehe ich gerade. Ne, die haben wir nicht zurückgeschnitten. Die haben nur die Blätter entfernt und ansonsten also den Wurzelbereich halt geschnitten und dann dementsprechend hier hineingepflanzt. Wir sehen, auch das funktioniert. Das ist schon ideal. Mitten im Sommer. Okay, ist natürlich selbstverständlich, dass diese Pflanzen im Winter geschützt stehen müssen, nicht wahr? Können sicherlich auch Frost ab, aber ja, ein bisschen empfindlicher werden sie dann schon sein. Also müssen wir ein bisschen aufpassen dann. Oder wir nehmen einfach mit nächstes Jahr im Frühjahr, inwieweit sie da empfindlich sind. Lassen sie einfach draußen stehen und sehen wir, was passiert. Allerdings nicht in der Sonne, logischerweise. Das versteht sich jetzt von selber. Das ist schon genial, ne? Was alles möglich ist im Pflanzenreich. Tja, wer hätte es gedacht, der Salbei. Er ist tatsächlich wiedergekommen. Er war ja am Kaputtgehen gewesen und ein Teil ist ausgetrieben. Und er ist wieder wunderschön nachgewachsen. Auch der Oregano hier wächst noch wunderschön, blüht zahlreich. Das ist also echt die wahre Wonne, lol. Ja, ist schon genial, ne? Lass die Kräuter ruhig mal wachsen. Du wirst erstaunt sein, welche schöne Bilder sich ergeben im Gartenreich. Das ist so schön und man tut auch noch etwas Gutes. Ne? Von daher, das wollte ich schon dabei sagen. Ach, jetzt kommt die Rosmarin. Der blüht noch nicht im Moment. Scheint ziemlich spät zu blühen dieses Jahr. Und mal gucken, wie der sich noch entwickelt. Oh, yummy, yummy. Auch das sind die roten Zwergtomaten. Die brauchen noch ja, 2-3 Tage. Der ist reif hier. Der ist reif, aber die anderen, die brauchen noch 2-3 Tage. Oh, das ist so eine schöne Sorte. Die müssen wir unbedingt weiter veredeln, wollte ich sozusagen vermehren. Denn die sind richtig lecker. Klein und lecker. So, die Erbsen, die wir hier ausgesät hatten, sind auch am Wachsen. Ja, sind allerdings nicht alle gekeimt. Und jetzt sieht man auch schon, das Ganze wächst jetzt recht zu. Das heißt also, hier müsste ich langsam mal ein bisschen aussortieren, damit die Erbsen auch dementsprechend hier drin wachsen können. Also, was jetzt zu groß geworden ist, ne, das ziehen wir dann raus. Lassen das aber liegen. Ne? So. Und mal gucken, wie die Erbsen sich dann hier noch entwickeln. Die haben wir nur einfach just davon noch hier reingesät, damit das Beet nicht so leer ist. Und es ist ein Stickstoffsammler, von daher tun die dem Boden noch etwas Gutes fürs nächste Jahr. Ne? Okay, sind nicht so zahlreich aufgegangen, waren allerdings auch alte Samen gewesen. Ne? Aber es sind hier und da tatsächlich einige noch gewachsen. Also von daher ist er so ganz okay. Nächstes Jahr bin ich auch ein Stück schlauer und setze dann gleich ein paar Samen mehr rein. Oh, die Sonnenblumen, die sind so schön in diesem Jahr. Und sie blühen abwechselnd. Ne? Es hatten ja schon einige geblüht im Frühjahr zeitig, so wie diese hier. Und bildet schon Samen aus. Und hier ist jetzt nochmal ein schönes Köpfchen gewachsen. Ach, das ist so schön. Selbstaussaat, ne? Selbstaussaat, die haben wir nicht ausgesät. Das ist so schön. So, Kürbisse liegen noch im Schatten im Moment. Aber guck mal, wie hübsch. Wie hübsch, sie werden orange. Orange. Orange? Orange. Oh, das ist so schön. Nur das Kraut geht kaputt, aber das gehört scheinbar so dazu. Ist wohl so gegeben, dass die Pflanze die ganze Kraft jetzt nur noch in die Früchte steckt hier. Ja, auch genial mitzunehmen. Okay. Unser Knollensellerie, der macht sich richtig gut hier im Hochbeet. Das ist richtig genial. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennen kann. Der wird richtig dick. Hat man gekauft als Blattsellerie. Oh, das ist schon eine kräftige Farbe. Ne? Früher haben wir, glaube ich, dreimal gedüngt mit dem Biodünger und dann gar nicht mehr. Seitdem überhaupt nicht mehr. Und sie sind wunderschön grün. So, hier sind wir in dem Beet, wo wir die Kastanien rausgenommen haben.
Ne? Also es hat wunderbar funktioniert. Hier ist noch eins, zwei, das sind die Osagedorn. Da bin ich mal gespannt, ob die im Winter draußen überleben. Wäre auch interessant mitzunehmen. Ne? Mal gucken, ob das funktioniert. So, dann kommen wir kurz zu den Möhren. Tja, hier haben wir diesen Versuch mit dem Topf in der Erde, wo wir den Rasenschnitt reingepackt haben. Damit kann man auch keinen Unterschied sehen. Interessanterweise ist es aber so, dass hier dieser Bereich starkwüchsig ist und hier wird es immer weniger. Warum? Ja, weil hier der Salat steht, der Romana-Salat, der so wunderschön blüht. Oh, die sind so hübsch, richtig hübsch. Die Minze, sie blüht und blüht und blüht, die Pfefferminze. Und die jagt immer eine Hornisse, manchmal sind es auch zwei, die holen sich hier die Insekten. Was man sie jetzt erkennen kann. Ja, ne? Leben lassen, jetzt ist sie da hinten. Auch hier, die Schweizer Minze blüht immer noch, nicht mehr ganz so kräftig, aber doch, ah doch, blüht immer noch kräftig. Also sie blüht tatsächlich wahrscheinlich bis zum Herbst, so wie es aussieht. Das ist schon, das ist der Wahnsinn, ne? In einem solch kleinen Beet, so massig Pflanze, das ist also der Wahnsinn. Allerdings verbraucht so ein Beet auch 10 Liter Wasser am Tag, ne? Bei der Hitze, logischerweise. Das ist aber nun selbstredend. Okay, dann gucken wir uns gleich noch anschauen hier. Kommen wir zurück zum Bonsai oder Thema Bonsai oder Bonsai allgemein einfach nur. Ne? Ich zeige es mal, gucken, ob das so hinhaut. Ja, doch müsste klappen. Ich halte es ein bisschen so, dass es nicht ganz so hell dahinter ist. Die hat man jetzt vor kurzem zurückgeschnitten und sie ist wunderschön wieder ausgetrieben. Ist solch eine herrliche Pflanze, ne, ob nur als Bonsai oder auch so, weil sie blüht im Frühjahr und sieht dann wunderschön aus, diese Forsythie. Die wächst etwas gedrungener, ist eine gedrungen gewachsene Sorte in dem Sinne und sie bildet auch Blütenknospen an den Trieben, die jetzt schon wachsen. Ist natürlich auch ein enormer Vorteil. Ja, auch die ist mega hübsch gewachsen, steht hier im Untersetzer, dementsprechend immer ein bisschen Wasser mit drin, damit das überhaupt funktioniert. Denn ja, so ein Topf, sag ich mal, so eine Schale trocknet recht schnell aus und ich möchte hier die Moosoberfläche erhalten. Und das geht nur, wenn ständig Wassernachzug gegeben ist. Und ansonsten klappt das natürlich nicht. Wobei man ansonsten eigentlich im Wurzelbereich das Moos nicht wachsen lassen sollte, denn dort bilden sich neue Wurzeln, hast du nicht gesehen, aber hier in dem Fall ist das okay. Meine Natschätze ist noch nicht fertig und mal sehen, wie sie sich so entwickelt. Das ist schon eine richtig coole Erscheinung. Ja, die Forsythie. Die Bonsai-Schale hier, die haben wir selber gemacht, die ist aus Beton, also Zement, mit Sägemehl gemischt und auch das hat damals wunderbar funktioniert. Der Vorteil dadurch ist natürlich, dass die Schalen wesentlich leichter sind. Ne? Das ist auch genial, mal kurz so mitzunehmen. Okay, dann schauen wir uns noch einen an. Das Schätzchen kriegen wir jetzt so gar nicht ganz drauf. Ich wollte mal oben kurz die Oberfläche zeigen. Auch hier ist sehr viel Moos gewachsen. Ja, bedingt halt, weil wir besseres Wasser in diesem Jahr verwenden. Da ist auch das Moos dementsprechend, wächst dann wesentlich besser, als wenn dieses ständig dieses kalkhaltige Wasser benutzt. Das ist auch für die Moose besser. Ja, jetzt bin ich auch überlegen, ob wir das jetzt mal freimachen hier oder nicht. Ich würde sagen, ja, zumindest den direkten Bereich hier an der Pflanze. Am Wurzelbereich, im Nibari-Bereich, wie man so schön sagt, dass ja, sich da nicht irgendwie neue Wurzeln bilden, hast du nicht gesehen. Pass mal auf, ich hole mal eben just vernünftiges Werkzeug gleich und dann mache ich den Randbereich hier zumindest sauber, ne? Dass das hier nicht so komplett zuwächst. Das wäre nicht so gut. Es kann durchaus sein, dass die Pflanze darunter auch irgendwann mal erstickt, wenn das Moos zu dick wird. Das Moos wird ja dicker, dicker und dicker. Ne? Es erhöht sich ja. Und von daher ist das also nicht so unbedingt der Vorteil. Ja. Dieses Jahr ist halt alles so ein bisschen, ich schaffe nicht alles, ist nun mal so gegeben, ich kann es nicht ändern. Es gibt ein paar wichtigere Sachen im Moment, aber nichtsdestotrotz, so hier, wenn ich jetzt mal zeige, dann sollte ich es dann auch mal machen. Ne? Ansonsten sagt er auch, ja, der sagt, man sollte das machen, macht das aber selber gar nicht. Ne? Manchmal kann man einfach nicht, ich kann es nicht ändern. Ne? In manchen Fällen ist das einfach so. Guck mal, es ist so dicht zugewachsen, dass sogar hier der Bereich, den, oh mein Gott, den wir damals abgeschnitten hatten, schon wieder zugewachsen war. Ne? Also da muss ich jetzt gleich mal richtig dran das sauber machen. Aber das mache ich dann allein, okay? Ja, wächst. Es wächst. Auch im oberen Bereich müssen wir jetzt wieder eingreifen hier und zurückschneiden. Ich mache das jetzt mal just und dann schauen wir uns gleich mal an, wie der Kandidat dann dementsprechend fertig aussieht. Kann auch sein, dass ich gleich das ganze Moos runternehme, denn ja, es ist doch nicht von Vorteil, wenn das tatsächlich da oben drauf so dick wächst. Das ist nicht so gut. Okay, dann mache ich das mal eben in Ruhe fertig hier. Schnipp, schnapp und ab ist der Kronenbereich wieder fertig. Und dann gehe ich jetzt mal an den unteren Teil und mache das mal ein bisschen sauber.
Das war jetzt tatsächlich, ich sag mal, bald höchste Eisenbahn. Schon mal ein bisschen drehen. Man sieht also hier die ganzen Wurzeln, das war also alles bedeckt bis hier vorne hin. Also es war schon recht hoch. Das war schon eine dicke Schicht, also das muss jetzt wirklich mal entfernt werden. Hier ist der alte Totholzbereich, die alte tote Wurzel. Ja, also das war jetzt echt höchste Eisenbahn. Hier hinten wächst sogar eine Wurzel heraus, da. Die gehört da gar nicht hin. Die werde ich gleich noch abschneiden. Ja, siehst du wohl, ne? Ab und zu muss es dann doch mal sein, weil es ist einfach zu viel sonst. Es ist, wenn das den ganzen Wurzelbereich, der sichtbar sein soll, überwuchert und dort bilden sich lauter neue Wurzeln, ist natürlich nicht von Vorteil. Ne? Okay, dann haben wir es jetzt doch mal geschafft und das Ganze zurückgenommen hier. Ja, das ist schon ein hübsches Ding. Wo habe ich denn jetzt den einmal noch kurz so zeigen, dass man das besser sehen kann. Ist schon ein cooles Pflänzchen geworden. Naja, was heißt Pflänzchen? Bonsai. Das macht mega viel Spaß. Ja, so ab und zu, ne, wie gesagt, muss man auch den Grund mal richtig sauber machen. Wenn es gar nicht mehr anders geht. Einmal kurz von oben gezeigt und wenn man so die Aststruktur erkennt, die sich jetzt so nach und nach entwickelt. Ja, das hat schon was. So langsam, aber sicher, wird er immer hübscher. Die rote Zwergtomate. Sie geht vom Grün ins leicht Gelb gemustert, fast getigert kannst du bald sagen, ins Orange bis hin ins Rot. Und das Rot, das machen wir ab, ne? Yummy, yummy. So, die stehen jetzt hier mit drin in dem Hochbeet. Dann fallen sie mir nicht um. Und auch bei den Gelben hier gucken wir, wenn sie reif sind, richtig, dass wir sie auch abmachen, damit die Pflanzen also wieder nachwachsen können. Also selbst die kleinen hier, super lecker. Aber die müssen richtig gelb sein. Die ist noch ein bisschen grün hier oben. Die müssen richtig gelb sein. Dann sind die super lecker. Okay. Dann lassen wir sie weiter wachsen. Solange es noch warm ist, werden sie mit Sicherheit noch ausreifen. Hier oben bilden sich auch neue Blütentriebe. Bei der roten. Hier. Ja, das ist schon eine geniale Sache, ne? Diesen kleinen Schalen, dass das so funktioniert. Wer hätte das gedacht? Und man kann sogar tatsächlich ernten und auch noch ja, Platz nutzen, den man irgendwie übrig hat. Ne? Okay. Dann packe ich mir jetzt die Schere, machen wir doch etwas Praktisches heute. Diese Linde, die möchte ich gerne schlank halten. Sie ist wunderschön gewachsen, richtig straff, ein richtig stabiles Kerlchen, wunderschönen Stamm. Aber wie gesagt, ich möchte sie schlank halten. Eigentlich wollte ich sie umgetopft haben, habe ich nicht mehr geschafft. Und ja, könnte ich jetzt noch machen, aber weißt du was, ich beraube sie einfach der Blätter, da ich sie ja sowieso schlank halten möchte. Und dann brauche ich sie auch nicht zwingend umtopfen. Ne? Dann können wir sie tatsächlich so einfach schlank halten, lassen überall ein bisschen dran stehen. Ästchen in dem Sinne, ne, kleine, zurückgeschnittene Ästchen und den Rest, den schneiden wir einfach zurück, denn sie soll wirklich schlank bleiben. Also ich mag es ganz gerne, wenn ich Bäume im Topf habe, dass sie dann schlank dastehen, ne? Also nicht breitwüchsig, wobei man natürlich das Ganze so machen möchte, kann, wie man möchte. Aber hier ist es jetzt so gegeben, dass mir das dann besser gefällt, wenn er schlank wächst. Sieht auch richtig hübsch aus. Ne? Jetzt haben wir ein schönes, schlankes Stämmchen und das kann man auch jetzt im Sommer noch machen. Das spielt auch keine Rolle. Sie wird noch mal ein bisschen austreiben dementsprechend und dann brauche ich sie jetzt auch wirklich nicht mehr umtopfen, sondern kann sie dann hier im Topf einfach stehen lassen erstmal. So, das reicht für heute. Wenn es gefallen hat, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen, der Vielfältigkeit im Garten. Ja, so eine Linde ist schon eine coole Sache, wenn man die selber... Ja, vermehrt habe ich sie nicht selber. Ich habe sie gefunden als Sämling, als ganz kleines Pflänzchen. Und mittlerweile hat sie richtig schönen Stamm ausgebildet. Und das macht so viel Freude. Und so kannst du das auch auf der Terrasse haben. Ne? Balkon, wo auch immer. Ne? Schneiden. Du kannst es klein halten. Wir sehen das ja auch bei den Bonsai-Pflanzen, die wir heranziehen. Man kann Pflanzen klein halten. Auch Bäume tatsächlich kannst du klein halten. So, wie du sie haben möchtest. Ne? Auch im Wuchs lenken. Auch anders als schlank. Geht auch. Logischerweise. So, okay. Dann haben wir es für heute durch. Oh Mann, es wird lecker warm. Aber ich glaube, das ist wirklich heute der letzte Tag. Ne? Von daher wollen wir das mal ein bisschen genießen. Mal sehen, ja, wie das dann die nächsten Tage wird. Das wissen wir ja noch nicht. Ne? Von daher lassen wir uns mal überraschen, was wir da noch so machen können. Ja, die Sonnenblumen, die sind wirklich schön. Wie gesagt, Selbstaussaat hat schon was. Ne? Wenn sich etwas selber vermehrt, das ist schon genial jetzt. Ja, gießen brauche ich nicht mehr, habe ich schon gemacht. Von daher Ruhe antun. Und den Tag genießen, ausruhen.
Den Rest war so nicht schaffen. Läuft ja nicht weg. Sagst du so, ne? Ist aber so gegeben. Okay, ciao, ciao.